Im Chaos der Runenkriege ging ein gewaltiger Runenstein im Seuchendschungel verloren. Er verblieb dort, über Jahrhunderte hinweg unberührt, und gewährte mit seiner mächtigen Magie der Wildnis um sich Empfindungsfähigkeit und Gesundheit. Eine Gruppe von Affen, die durch die Magie besonders beeinflusst wurde, begann damit, den Stein anzubeten. Ihr Anführer, ein weiser Gelehrter, kam schließlich zu der Überzeugung, er könne selbigen kontrollieren, um die Affen unsterblich zu machen. Er vollzog ein kompliziertes Ritual, aber es lief anders, als er sich vorgestellt hatte. Der Runenstein wurde zerstört, und anstatt die Gabe der Unsterblichkeit zu verteilen, brachte er Kong hervor, einen Affen, der die Stärke und Macht des Steins in seinem Herzen weiterführte. Kong wurde von einem unstillbaren Verlangen, ständig besser zu werden, getrieben. Er suchte alle Bestien und Monster des Seuchendschungels auf, um einen würdigen Gegner zu finden, aber nichts brachte ihm die Herausforderung, nach der es ihm begehrte. Er bat den Gelehrten um Rat und erfuhr so von der Legende haarloser Affen, die im Norden leben sollten und die die Welt mit Verstand und Macht nach ihren Wünschen formten. Kong zog aus und reiste nach Norden, um herauszufinden, ob hinter der Legende eine Wahrheit steckte. Er überquerte die südlichen Ödlande und bald darauf die große Barriere. Auf seinem Weg traf er so auf Master Yi, der in tiefe Meditation versunken war. Kong fragte ihn nach dem stärksten Krieger des Nordens und Yi erzählte ihm von der Liga der Legenden. Die Geschichte durchdrang Kong. Sie versprach ihm einen Ort, an dem er gegen die stärksten Krieger der Welt antreten könnte. Es wäre für ihn wie ein Paradies. Kong bat Yi darum, ihm dieser Liga vorzustellen und ihm die Wege der Menschen zu lehren, auf dass er einen würdigen Champion abgeben würde. Im Gegenzug würde er Yi ehren, indem er dessen Wuji-Stil benutzte, um der größte Krieger zu werden, den Runeterra je gesehen hatte. Da er seine Leidenschaft als bewundernswert empfand, stimmte Yi zu, doch nur unter der Bedingung, dass Kong seinerseits eines Tages die Lektionen des Wuju einem eigenen Schüler beibrächte. Im Sinne dieser Vereinbarung benannte er Kong in Wukong um und übergab ihm eine Waffe, die dieser ungewöhnlichen Natur entsprach. Einen verzauberten Stab, den der junge Doran gefertigt hatte. Die Waffe war ein Meisterstück ohnegleichen. Nach hartem Training und unter der Führung von Yi trat Wukong der Liga der Legenden bei, um sich selbst als der Beste zu beweisen und der Welt die wahre Macht des Wuju zu zeigen. Wukong selbst sagte: "Nur im Kampf erfährt man, wer man wirklich ist."